Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu SAK TV Markt. Liebe Zuschauer, heute starten wir direkt mit etwas richtig Spannendem aus der Welt der Nachhaltigkeit. Die Hansgrohe Group hat nämlich eine echte technische Weltneuheit an den Start gebracht, und zwar ein spezielles Recyclingverfahren für verchromte Kunststoffe. Das Ganze findet an ihrem Produktionsstandort in Offenburg statt. In Zusammenarbeit mit dem Anlagenbauer ImpulseTech hat Hansgrohe ein Verfahren entwickelt, das es ermöglicht, den Produktionsausschuss von verchromten Bauteilen so aufzubereiten, dass der entschichtete Kunststoff direkt vor Ort wiederverwendet werden kann. Und das Beste? Das Verfahren schont nicht nur die Umwelt, sondern ist auch wirtschaftlich ein echter Gewinn. Mit diesem Schritt schließt Hansgrohe den Wertstoffkreislauf und trägt so einen wichtigen Teil zur grünen Transformation bei. Bei der neuen Recyclinganlage werden bis zu 98% der Rohstoffe wiederverwertet. Eine starke Leistung von Hansgrohe. Und jetzt viel Spaß beim Erklärvideo. Ja, und das war's auch schon wieder diese Woche mit der Marktsendung. Morgen geht's hier wie gewohnt mit den Nachrichten weiter. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.